Ungewöhnliche Klänge beim Sprechtag der Wirtschaftsdelegierten aus Amerika, Asien und Fernost in Salzburg. Des Rätsels Lösung. Der Salzburger Musiker und Unternehmer Ferdinand Steiner hat spezielle Mundstücke für Klarinetten entwickelt, die von Hannes Gleichweit in Wien produziert und mit Hilfe der Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer sehr erfolgreich nach Japan exportiert werden. Der Markt ist sehr interessant, weil dort 10 Millionen Klarinettisten sind. Natürlich im semiprofessionellen Bereich und im Amateurbereich. Und die Wirtschaftskammer hat mich sehr unterstützt, aber wir hätten den Schritt nicht gewagt, wenn mich die Salzburger Wirtschaftskammer nicht so unterstützt hätte, diesen Schritt zu wagen. Profitiert haben Steiner und Gleichweit auch vom Handelsabkommen JEFTA zwischen der EU und Japan, das nicht nur großen Unternehmen zugutekommt. Von unseren etwa 1700 österreichischen Exporteuren, die direkt liefern nach Japan, also nicht über andere Länder, sondern Direktexporteuren, sind 81% kleine und mittlere Unternehmen. Und das sind genau die Unternehmen, die jetzt sich besonders freuen können über das neue Abkommen, denn sie profitieren jetzt von Zollfreiheit auf ganz breiter Front. Den umgekehrten Weg mit Zollschranken geht man bekanntermaßen in anderen Regionen der Welt, etwa in den USA, wo Präsident Donald Trump am Montag den Startschuss zu seiner Wiederwahl gegeben hat. Die österreichischen Exporteure haben sich auf den Präsident Trump eingestellt, also er ist seit 2,5 Jahren Präsident. Österreich ist sehr stark aktiv in den USA, hat ein bisschen profitiert von der Steuerreform, von den Deregulierungen, hat wieder nicht so profitiert von der bisschen erratischen Handelspolitik, von den Stahlzöllen, von den Aluminiumzöllen. Viele heimische USA-Exporteure betonen laut dem Wirtschaftsdelegierten allerdings, dass die wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen ohnehin nicht nur in Washington gefällt werden, sondern von den lokalen Entscheidungsträgern auf Bundesstaatenebene, auf Stadtebene. Das heißt, vielleicht 85-90% der Entscheidungen sind dort relevant. Man schaut sich natürlich an, wer der Präsident ist. Man hat seine eigene persönliche Meinung zu seiner Persönlichkeit. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet und es ist nicht das große Drama für die österreichischen Unternehmen, sollte er wiedergewählt werden, wovon ich persönlich eigentlich fast ausgehe. Gute Chancen bietet den Exporteuren auch China, speziell im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Peking 2022. China möchte bis dahin 300 Millionen Skifahrer haben und China hat zwar Berge, Schnee ist ein bisschen ein Problem, Wasser, aber es ist sehr kalt, aber sie haben halt keine Geschichte. Das heißt, man braucht eigentlich jedes Know-how und da ist Österreich mit den Kollegen vor Ort, das Büro in Peking, wir haben da schon lange angefangen zu helfen. Das heißt, wir haben Kontakte aufgebaut und davon profitieren schon österreichische Unternehmen. Und eigentlich wird alles gebraucht, von der Infrastruktur über die Planung, Skigebietsplanung, Ressortplanung bis zum Equipment. Für die heimischen Betriebe ist die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer ein großer Wettbewerbsvorteil. Ja, absolut, das ist ein Riesenvorteil. Wir sind da wirklich international perfekt und professionell aufgestellt. Es gibt Wettbewerbsvorteile und auch, was in den einzelnen Ländern passiert. Innovationen, Technologien, Forschung und so weiter. Und das alles kriegen wir von unseren Außenwirtschaftszentren übermittelt. Wir haben in etwa 1000 Unternehmen, Exportunternehmen österreichweit befragt. Und wir haben festgestellt, dass unsere Betriebe mit unserer Arbeit, mit unserer Außenwirtschaftsorganisation sehr, sehr zufrieden sind und uns mit über 75% als erste Anlaufstelle, Informationsanlaufstelle sehen. Äußerst geschätzte Brückenbauer in ausländische Märkte also. Denn immerhin exportieren alleine Salzburgs Betriebe in 182 Länder der Welt.